Erstmal danke, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Und wir machen so zwei Teile. Einmal so ernste Sachen und so spaßige Sachen. Fang an mit den ernsten Sachen. Guck ihn gerne dabei an, wenn du dich mit ihm unterhältst. Wieso bleibst du den Verein so treu? Warum ich den Verein so treu bleibe? Weil ich finde, wenn man sich für irgendeine Sache entscheidet, dann sollte man nicht nur vielleicht die guten Zeiten versuchen mitzunehmen, sondern vielleicht auch die Zeiten, die mal nicht so gut sind. Weil daraus zieht man auch Erfahrung. Und ich denke, dass man sich, wenn man was macht, auch mit dem Ganzen identifizieren sollte. Was bedeutet der Trainerwechsel für die Mannschaft? Ja, erstmal muss man sagen, dass wir mit Daniel natürlich einen sehr, sehr guten Trainer verloren haben, mit dem wir Spieler uns auch sehr gut verstanden haben und das natürlich auch in der Phase war, wo wir Daniel gerne behalten hätten. Aber im Fußball geht das häufiger mal ein bisschen schneller als vielleicht in anderen Berufssparten. Da wird dann schnell mal ein Spieler gewechselt oder ein Trainer. Dementsprechend weiß man immer, dass sowas immer auf einen zukommen kann, aber man hofft es natürlich nicht. Aber ich denke, dass wir mit Tobi auch ganz guten Ersatz gefunden haben. Natürlich, klar, birgt ein Trainerwechsel immer andere Ideen, die der Trainer mitbringt, hat sich jetzt entschlossen oder erstmal für Felix entschieden, hat er auch, glaube ich, im Interview erzählt, dass so sein Bauchgefühl widerspiegelt. Da kann man als Spieler natürlich dann wenig gegen machen. Man versucht sich im Training anzubieten, versucht Vollgas zu geben und ich hatte das aber schon mal angedeutet, dass es immer wieder Phasen gibt, man kann nicht durchgehend immer spielen. Die Phasen sind nicht schön, aber die Phasen gibt's. Und jetzt bin ich dabei, mich aus dieser Phase wieder rauszuarbeiten und ich bin da ganz guter Dinge, dass ich irgendwann noch wieder mehr Spielzeit kriege. Ja, man stellt sich natürlich immer was vor, was vielleicht aktuell nicht ganz dem entspricht, wo wir stehen. Zwangsläufig muss man aber sagen, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen es mal nicht so wunderbar läuft. Dementsprechend arbeiten wir mal weiter und wollen natürlich am Ende der Saison nicht dort stehen, wo wir aktuell stehen. Wollen noch einige Plätze nach oben gut machen und dafür arbeiten wir jeden Tag und geben Gas und dann wird das auch passen. Zeit mit der Familie ist natürlich extrem wichtig. Das ist das, wo man abschalten kann. Obwohl man sagen muss, dass meine Familie auch sehr relativ fußballverrückt ist. Dementsprechend ist Fußball eigentlich immer ein Thema. Aber trotz alledem ist es ja das Beste, was man haben kann, ist die Familie. Da findet man immer irgendwie die Ruhe und Rückhalt und wird dann gestärkt für den nächsten Tag, für die nächsten Aufgaben. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich meine Familie habe. Ich bin natürlich schon im gehobenen Fußballeralter, muss man ehrlich sein, aber aktuell fühle ich mich noch ganz gut und habe noch Spaß an dem, was ich tue. Von daher lasse ich das einfach ganz entspannt auf mich zukommen. Vielleicht hänge ich noch ein Jahr dran, vielleicht höre ich auf, das muss ich gucken. Das wird eine Entscheidung aus dem Bauch raus sein und die kann ich jetzt noch nicht fällen und möchte ich auch noch gar nicht. Also das wird wirklich dann entschieden, wenn es soweit ist, wenn Gespräche stattfinden oder eben auch nicht. Und alles Weitere schauen wir dann.